Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Home of Smart zu einem neuen Review. Und ich durfte mir für euch mal den Devolo Wi-Fi 6 Repeater 3000 ansehen. Und der hat eine Besonderheit, weil er ist direkt für die Steckdose gedacht. Wer es kennt, Devolo eigentlich so im Powerline-Segment unterwegs mit diesen Adaptern, dass man mehrere Adapter in der Wohnung verteilt und dann über das Stromnetz auch wirklich die Daten schickt. Ja, jetzt hat man aber allerdings sich so ein bisschen breiter aufgestellt, würde ich sagen, und hat mit diesem Repeater, diesem Wi-Fi Repeater 3000, da sagt man jetzt, gut, wir machen das immer noch mit der Steckdose, aber wir schicken nicht mehr die Daten darüber, sondern nur den Strom. Und es ist ein ganz einfacher Repeater. Das heißt, das Wi-Fi-Signal, WLAN, wird nochmal verstärkt und auch umgeleitet, zurückgeleitet wieder an den Hauptrouter. Das heißt, man braucht keine dutzenden Adapter mehr. Man hat einen, diesen Adapter, der dann etwas mehr kostet als ja, die sehr günstigen Geräte, die man da so online findet. Aber das ist ein Markenprodukt. Und der Vorteil bei Devolo, das könnt ihr mir glauben, ist wirklich, ich habe schon viele Geräte getestet, die haben halt eine eigene App. Die wird gepflegt seit Jahren, die wird die nächsten Jahre auch noch gepflegt. Die ist einfach zu verstehen. Man kriegt darüber auch die Firmware-Updates, die Bauqualität ist gut. Die Dinger werden nicht sonderlich heiß und man hat halt auch an so ein paar Kleinigkeiten gedacht, wie zum Beispiel, dass wir unten auch noch ein Kabel einstecken können. Das heißt, wir haben zwar einen Wi-Fi-Repeater, können aber im Arbeitszimmer oder im Zockzimmer in der Man Cave noch ein Gerät per Kabel anschließen. Das macht total Sinn, wenn man nämlich einfach irgendwo eine Steckdose hat. Im Arbeitszimmer kann man da auch gleichzeitig noch seinen Rechner andocken und mit Kabel oder die Spielekonsole, was man da auch immer haben möchte. Das Coolste an dem Gerät ist, es ist einfach nur weiß, es fällt überhaupt nicht auf. Cleanes Design, schicko, möglichst klein gehalten und man muss nicht mal die Anleitung lesen. Man steckt das Gerät ein, wartet einen Moment, bis er sich hochgefahren hat. Der kleine Chip da drin und dann drückt man einfach diese WPS-Taste am Device, am Devolo Repeater und dann geht man zum Router, der in den meisten Fällen, wenn ihr nicht einen 20 Jahre alten Router habt, auch so eine WPS-Taste hat, drückt diese WPS-Taste, die beiden Geräte finden sich und dann ist alles schicke und man hat nie wieder was damit zu tun. Man könnte die App jetzt aufmachen und mal checken, wie läuft es denn so, muss man aber auch nicht. Wenn man zu Hause ein Problem mit WLAN hat, ja, und möchte einfach nur in so einer 70, 80, 100 Quadratmeter Butze das ein bisschen besser haben und steckt den ein bisschen weiter weg vom Router, dann sollte dieses Gerät vollkommen ausreichen. Wi-Fi 6 an Bord, Mesh WLAN, die ganzen neuen Standards in einem Markenprodukt zusammengefasst, einfach, wer jetzt nicht gleich 300-400 Euro ausgeben möchte, um jeden Raum mit Powerline und noch Adapter und das so einzurichten, der einfach nur ein gutes Wi-Fi-Signal in Räumen hat, die sich nicht unbedingt direkt neben dem Router befinden. Super Sache, kann man überhaupt nichts mit falsch machen. Also einfach ein rundes Gerät für den Endkonsumenten bedenkenlos kaufen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach in die Kommentare damit. Tschüsschen.